Ihr, wie ging's, nachdem die Kameras dann aus war, für euch weiter? Also ich bin mit Kevin natürlich dann nach dem Lagerfeuer direkt getrennte Wege gegangen. Also ich glaube, jeder von uns braucht auch erstmal Zeit, das alles zu verarbeiten. Ja, wir sind momentan in so einem Status, wo wir wirklich gut miteinander umgehen, ohne Probleme, und das ist die Hauptsache. Wie läuft's denn gerade mit Diogo? Also wir haben nach der Show keinen Kontakt großen gehabt und eigentlich mit Kelvin auch nicht. Und ich glaube, momentan nach der ganzen Situation ist es, glaube ich, schon auch erstmal vorteilhaft, wenn man sich erstmal wieder sammeln kann. War das dann direkt irgendwie ein Cut, nachdem die Kameras aus waren? Oder wolltest du dann gar nicht mehr? Oder wollte er nicht? Nee, er wollte nicht. Also als die Sendung zu Ende war, ich weiß nicht, wie er das sieht, da muss man ihn vielleicht selber mal fragen. Ich wollte ihn natürlich kennenlernen, aber... Das tut mir natürlich für dich leid. Du hast gesagt, wir sollten ihn mal selber fragen. Er ist uns jetzt auch zugeschaltet, der Diogo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Mensch, sag mal, warum hat es mit Pia denn nicht geklappt? Ja, in dem Moment hat sich alles richtig angefühlt. Wir haben uns echt sehr gut verstanden. Manchmal merkt man erst nach einer gewissen Zeit, dass doch irgendwas einem nicht passt. Abgesehen davon, dass ein paar Sachen vorgefallen sind, schon im Hotel, wo Temptation vorbei war, die letzte Nacht auf Bali. Da muss ich mal einhaken ganz kurz. Was genau ist denn vorgefallen? Wo ich im Hotel ankam, war schon der Eugen mit ein paar Single-Mädels unterwegs. Und dann hat die Pia mich per FaceTime angerufen. Da war ich mit Eugen und Jackie im Bett. Wir lagen einfach nur zusammen, haben miteinander geredet. Dann ist sie komplett ausgeflippt, hat das falsch aufgenommen. Sie ist ja davon ausgegangen, dass ihr als Paar aus der Sendung geht. Ja, als Paar nicht. Wir waren da drin auch kein Paar. Wie siehst du das, Pia? Also ich fand es da drinnen natürlich, hat es sich für mich richtig angefühlt. Und Jackie war mir natürlich da ein rotes Tuch, weil ich die ganzen Sachen mit Kelvin gesehen hatte. Und ja, da war ich natürlich ein bisschen neben den Schuhen. Ne? Ja, kann man aber natürlich auch verstehen. Fühlst du dich denn ausgenutzt von Diogo? Für mich war das da drin auch alles ernst gemeint. Und da fühle ich mich natürlich ein bisschen verletzt, na klar.